Abschnitt 4. Konversation. Hören Sie zu. Klaus, wann gehst du zur Universität? Am Donnerstag gehe ich zur Universität. Wann geht ihr ins Theater? Am Samstag gehen wir ins Theater. Wann geht Frau Meier zum Markt? Am Montag geht Frau Meier zum Markt. Wann fährt er nach Nymphenburg? Am Freitag fährt er nach Nymphenburg. Wiederholen Sie bitte. Klaus, wann gehst du zur Universität? Am Donnerstag gehe ich zur Universität. Wann geht ihr ins Theater? Am Samstag gehen wir ins Theater. Wann geht Frau Meier zum Markt? Am Montag geht Frau Meier zum Markt. Wann fährt er nach Nymphenburg? Am Freitag fährt er nach Nymphenburg. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Klaus, wann gehst du zur Universität? Am Donnerstag gehe ich zur Universität. Wann geht ihr ins Theater? Am Samstag gehen wir ins Theater. Wann geht Frau Meier zum Markt? Am Montag geht Frau Meier zum Markt. Wann fährt er nach Nymphenburg? Am Freitag fährt er nach Nymphenburg. Hören Sie zu. Am Sonntag höre ich Radio. Am Dienstag arbeitet Petra bei Frau Müller. Am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Am Samstag geht Kerstin spazieren. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Wann hörst du Radio? Am Sonntag höre ich Radio. Wann arbeitet Petra bei Frau Müller? Am Dienstag arbeitet Petra bei Frau Müller. Wann geht Herr Müller zur Bank? Am Mittwoch geht Herr Müller zur Bank. Wann geht Kerstin spazieren? Am Samstag geht Kerstin spazieren. Hören Sie zu. Ich spreche mit Klaus. Klaus lernt Englisch. Kerstin und Peter lernen auch Englisch. Lernst du Englisch? Ja, Klaus und ich lernen Englisch. Wir lernen Handelsenglisch. Und ihr, lernt ihr auch Englisch? Nein, wir lernen nicht Englisch. Lernt ihr Italienisch? Ja, wir lernen Italienisch. Wiederholen Sie bitte. Ich spreche mit Klaus. Klaus lernt Englisch. Kerstin und Peter lernen auch Englisch.
Lernst du Englisch? Ja, Klaus und ich lernen Englisch. Wir lernen Handelsenglisch. Und ihr, lernt ihr auch Englisch? Nein, wir lernen nicht Englisch. Lernt ihr Italienisch? Ja, wir lernen Italienisch. Hören Sie zu. Ihr lernt Italienisch. Ihr sprecht gut Italienisch. Sie arbeiten in London. Sie sprechen sehr gut Englisch. Wir lernen auch Handelsenglisch. Wir arbeiten bei Meyer und Co. Import, Export. Antworten Sie und wiederholen Sie bitte. Lernt ihr Italienisch? Ja, wir lernen Italienisch. Sprecht ihr gut Italienisch? Ja, wir sprechen sehr gut Italienisch. Arbeiten Sie in London? Ja, Sie arbeiten in London. Sprechen Sie gut Italienisch? Ja, Sie sprechen sehr gut Italienisch. Lernt ihr auch Handelsenglisch? Ja, wir lernen auch Handelsenglisch. Arbeitet ihr bei Meyer und Co.? Ja, wir arbeiten bei Meyer und Co. Hören Sie zu. Hans, wo gehst du hin? Ich gehe zur Uni. Ich habe eine Deutschstunde. Und du? Ich gehe in die Bibliothek. Ich habe eine Verabredung mit Claudia. Wir haben morgen Prüfung. Wir lernen den ganzen Nachmittag. Wir haben viel zu tun. Klaus und Claudia haben eine Verabredung. Hans hat eine Deutschstunde. Antworten Sie und wiederholen Sie dann bitte. Hans, wo gehst du hin? Ich gehe zur Uni. Hast du eine Deutschstunde? Ja, ich habe eine Deutschstunde. Klaus, wo gehst du hin? Ich gehe in die Bibliothek. Hast du eine Verabredung? Ja, ich habe eine Verabredung mit Claudia. Habt ihr morgen Prüfung? Ja, wir haben morgen Prüfung. Lernt ihr den ganzen Nachmittag? Ja, wir lernen den ganzen Nachmittag. Habt ihr viel zu tun? Ja, wir haben viel zu tun. Hat Klaus eine Deutschstunde?
Nein, Klaus hat keine Deutschstunde. Haben Klaus und Claudia eine Verabredung? Ja, Klaus und Claudia haben eine Verabredung. Hat Hans eine Deutschstunde? Ja, Hans hat eine Deutschstunde. Hören Sie zu. Kerstin, hast du die Telefonnummer von Claudia? Nein, ich habe die Nummer von Claudia nicht. Ich habe die Nummer von Hans. 601-4478. Wie bitte? 601-4478. Danke. 601-4478. Hallo Hans. Hier ist Klaus. Wie geht's? Danke, gut. Hast du die Telefonnummer von Claudia? Ja, Moment mal. 293583. Wie bitte? 293583. Vielen Dank, Hans. Bis morgen. Bis morgen, Klaus. Wiederholen Sie bitte. Kerstin, hast du die Telefonnummer von Claudia? Nein, ich habe die Nummer von Claudia nicht. Ich habe die Nummer von Hans. 601-4478. Wie bitte? 601-4478. Danke. 601-4478. Hallo Hans, hier ist Klaus. Wie geht's? Danke, gut. Hast du die Telefonnummer von Claudia? Ja, Moment mal. 293583. Wie bitte? 293583. Vielen Dank, Hans. Bis morgen. Bis morgen, Klaus. Lebendiges Deutsch. Hören Sie zu. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Heute? Nein, nicht heute. Morgen. Gut, bis morgen. Wiederholen Sie bitte. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Heute? Nein, nicht heute. Morgen. Gut, bis morgen. Hören Sie zu. Ist der Film gut? Der ist prima.
Wann gehen wir ins Kino? Heute Abend? Ja, heute Abend um 8. Wiederholen Sie bitte. Ist der Film gut? Der ist prima. Wann gehen wir ins Kino? Heute Abend? Ja, heute Abend um 8. Hören Sie zu. Ich finde Anke nicht sehr sympathisch. Doch, die ist sehr sympathisch. Sie spricht nicht viel, aber sie ist sehr nett. Vielleicht hast du recht. Wiederholen Sie bitte. Ich finde Anke nicht sehr sympathisch. Doch, die ist sehr sympathisch. Sie spricht nicht viel, aber sie ist sehr nett. Vielleicht hast du recht.